Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel-, Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce: The Order of Dawn. Oh, du hast mir beiden Seelenfaces doch kaputt gemacht. Okay, wir sind in den südlichen Windwaldbergen bei den sieben Zwergen. Oh, das sind ein paar mehr als nur sieben. Haben wir noch ein paar Beastmen zu killen? Hier, mir nach. Für den Orden! Die wir erstmal killen sollten. Bevor wir hoch zum Wächter gehen. Der uns sagt, dass wir nicht durchkommen, weil wir den Sofort! Prinzen nicht dabei haben. Mir nach! Hey, Tiermenschen mähen. Und los! Und ja, wir haben noch Tana bei uns, Folgt den mir. Weißen Wolf. Schnell! Und gucken mal kurz. Weberkraut, großer Spinnnetze, okay. Schatten großer Felsen. Ja, Gräber und dann natürlich das Stunkelläufer-Spinnengift. Und los! Das ist alles in der Kaltmark, so wie das klingt. In die Schlacht! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Bereit! Folgt mir! Okay, die sind alle tot. Sofort! Sofort! Und ja, er wird uns erstmal nicht durchlassen ohne den Lord-Jüngling. Also da, Joshua Halid. Und Hörger ist böse. Streift aber zum Glück nur in der Nähe seiner... Ja. Seiner Höhle umher. Ich wache über dieses Tor und das Grauen, das es von uns fernhält. Welches Grauen? Das Grauen, das einst unsere Brüder jenseits dieser Felsen in den Tod gerissen hat. Doch ich bin kein Barde. Fragt in der Stadt nach, wenn ihr Geschichten hören wollt. Mhm. Öffnet mir das Tor. Ich habe Anweisung, dieses Tor geschlossen zu halten. Nur der Tane selbst kann diesen Befehl aufheben. Der Name unseres Tanen ist Skeld Skjalfsson. Ihr findet ihn in der Stadt. Okay. Also, da kommen wir nicht einfach so durch. Und der Tane hat ja gesagt, wir brauchen Joshua Halid. Um dieses Tor aufzukriegen. Das heißt, wir krallen uns jetzt mal den Buben hier. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Hat euch mein Vater geschickt? Bin im Hackbeiß ausgesetzt. Ihr seid Joshua. Ich bringe euch Nachricht von den Zwergen. Seid ihr Joshua? Ich bringe euch Nachricht von den Zwergen. Nachricht von den Zwergen? Seid ihr gekommen, um mich zu töten? Nein. Der Tane von Windholm ist bereit, euch eine zweite Chance zu geben. Ihr verschwendet eure Zeit. Ich bin kein Krieger und werde nie einer sein. Die Zwerge werden mich niemals achten. So viel ist sicher. Ihr müsst euch eurer Bestimmung stellen. Schon um das Leben der Menschen willen, über die euer Vater herrscht. Es ist eure Pflicht, Lordsohn. Aber ich kann nicht. Ach, verdammt soll ich sein. Tod oder Schande, es bleibt sich gleich. Mein Leben ist so oder so verwirkt. Ich werde gehen. Und ich werde euch begleiten. Wir treffen uns am Tor im Osten. Gut, ich hab den Sohn. Ja, sucht Joshua. Mit Skates Einverständnis wird Joshua in die Kaltmark nach Osten zurückkehren. Skate hat eine Nachricht zum Wächter gesandt, der das Tor öffnen wird. Mhm.
Ja, Level-Ups gerade keine. Dann werden wir das nächste Mal hier 2 Punkte reinsetzen. Bin gerade darüber überlegen, ob ich beim nächsten Level-Up einfach mal genau 5 Punkte in Geschicklichkeit reinpacke. Und beim nächsten Level-Up nochmal 5 in Konstitution und ab dann wieder weitermache. Ja. Mit dem normalen Plan. Weil Geschicklichkeit brauche ich ja, damit meine Waffen besser treffen. Gegner zu treffen. Fernkampf braucht ja hohe Geschicklichkeit. Und ja, man sieht, ich bin mit meiner Geschicklichkeit auch gerade an dem Punkt, dass ich noch einmal steigern könnte. Stärke und Stahl, Freund. Öffnet mir das Tor. Wie ihr wünscht. Achtet auf die Gefahren, die jenseits dieser Felsen liegen. Keiner wird euch doch zu Hilfe eilen. In diesem verfluchten Land hört nur der kalte Wind eure Schreie. Tretet hindurch. Die Kaltmark erwartet euch. Ja. Ah. Ja, führt mich zu dem Ort, an dem Herger starb. Führt mich zu dem Ort, an dem Herger starb. Es ist ganz im Osten, auf dem höchsten Berg. Ihr werdet es schon finden. Geht doch voran, ich folge euch. Okay. Auf mein Zeichen. Und los! Mir nach! Sicherheitshalber mal das Let's Play überschreiben. Schnell! Schnell! Und los! Also ja, der Kaltmark lauert alles Mögliche auf uns, inklusive Dunkelelfen. Folgt mir! Nekromanten. Vorwärts! Kämpft, Männer! Und Assassinen. Feindlicher Angriff! Schließt die Reihen! Auf mein Kommando! Für den Sie Orden! Sind überall! Auf meinen Befehl! Ja, vorwärts! Sofort! Also ja, wir haben sie ja schon von unten her sofort sehen können. Die Gefahren. Und los! Da zum Beispiel Nekromanten. Vorwärts! Haltet durch, folgt Männer! Mir. Für die Freiheit! Zu euren Diensten! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Du mach mal einen Kriegsschrei. Feindlicher Angriff! Okay, mach du mal. Haltet durch, Männer! Heilungsaura. Sie sind überall! Schließt die Reihen! Zu Befehl. Unverzüglich. Halte durch, Männer! Schickt sie zum Seelenfluss. Auf mein Zeichen. Schnell! Okay. Alle tot. Zu euren Diensten. Du kannst geheilt werden. Bereit. Und los! Kämpft, Männer! Verstärkt die Deckung! Bereit. Du hast folgt sogar mir. Was dabei, okay. Vorwärts! Sofort! Für die Freiheit! Oh, wir haben hier einen übersehen. Die Rune zu Befehl. Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Was ich mich gerade frage, wo ist mein Wolf abgeblieben? Der wird doch nicht jetzt gestorben sein, oder? Ach nein, da ist er. Was wünscht die Rune? Auf meinen folgt Befehl. Mir. Kämpft, Männer! Verstärkt die Deckung! Zu euren alles Diensten. Klar. Noch ein Nekromant. Auf dem Weg! Für die Rune! Die Rune befiehlt zu Ehre Aonirs. Noch mehr Nekromanten. Auf meinen Befehl. Für die Freiheit! Was wünscht die Rune? Eine Heilung für dich. Verstärkt die Deckung! Schlagt sie schließt zurück! Die Reihen. Und los! Für den Orden!
Zur Ehre Aonirs! Feindlicher Angriff! Sofort! Hier! Ja, und immer schön die Nekromanten töten, das tötet die Skelette. Sofort! Auf mein Kommando! Und los! Wo gibt es Erfahrungspunkte? Also hier liegt nichts herum. Folgt mir! Dann haben wir noch das hier oben abzugucken. Schnell! Oh, hier ist nur ein kleines Tal. Gucken wir mal da rein, ob mir da nach. Was ist überhaupt. Bevor wir dann hier lang gehen. Und ja, das Einzige, was ich an diesem Spiel zu bemängeln habe, ist, dass wenn man neu lädt, dass die ganze Karte wieder zugedeckt ist. So, gucken wir mal, ist hier noch irgendwas? Ja, da ist eine Truhe versteckt. Zwergischer Knochenbrecher, ein Topas, grünes Juwel. Und ja, hinter dem hohen Rand müsste nichts mehr sein. Also ja, man kann wenigstens die Form der Insel einigermaßen erraten. Auf mein Kommando! Mir nach! Folgt mir! Das wäre wenigstens schon schön, wenn das Elementar mehr aufgedeckt wäre. Mir nach! Hier! Mir nach! Mir nach! So, hier sind auch wieder jede Menge Necros. Schnell! Sofort! Und Hexe unterwegs. Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Sie sind überall! Sie sind überall! Auf mein Zeichen! In die Schlacht! Mal sie heilen, bevor sie mit stirbt. Haltet durch, auf Männer! Auf meinen Befehl! Für die Freiheit! Hier, sofort! Oh, Schattenklinge. Mir nach! Auf meinen Befehl! Folgt mir! Vorwärts! Zum Angriff! Und da hinten ist ein Seelenstein. Ja, vorwärts! Okay, die Schattenklinge war jetzt nicht sonderlich beeindruckt. Kämpft, Männer! Aber da ist ja nochmal eine. Das heißt, das sind Standardgegner. Hey, Monument. Mir nach! Und los! Kämpft, Männer! Hier! Sofort! Zum Angriff! Verstärkt die Deckung! Greift sie an! Schließt die Reihen! Auf mein Kommando! Kämpft, Männer! Feindlicher Angriff! So, weg mit den Nekromanten. Spinnenflüster. Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Zu Befehl! Unverzüglich! Ja, vorwärts! Sofort! Ja, Spinnenflüsterer rufen. Schließ die Reihen! Wer hätt's gedacht? Verstärkt die Deckung! Haltet durch, auf meinen Befehl! Für die Freiheit! Schließt die Reihen! So. Die Rune wird sofort ausgeführt. Spinnenflüsterer tot. Auf mein Kommando. Für den Orden. Noch ein Spinnenflüsterer.
Ein Monument wird angegriffen. Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung!